Hallo und willkommen zurück zu Might and Magic Clash of Heroes. Wir sind hier immer noch mit Aidan, dem angehenden Dämonenfürsten in Sheok. Und ich weiß gar nicht mehr, was unsere Aufgabe hier noch ist. Wir gucken einfach mal. Jawohl! Wenn der Blutmond kommt, bin ich für immer weg von diesem dampfenden Müllhaufen. Achso, ich kann ja sehen, was unsere Aufgabe ist, ne, wenn ich hier mal drauf gehe. Furorberg, ja. Rastafari, Fläche. Okay, das dauert alles noch. Was mit dir? Ich würde dich ja in diese Höhlen lassen, aber dein Aussehen widert mich an. Geh dahin zurück, wo du gekommen, her du gekommen bist, du dreckiger Mensch. Das ist ja ein Rassist, das ist ja widerlich. Nightmares und die Brüder, die kenne ich noch gar nicht so genau. Müssen wir mal gucken, was die drauf haben. Level 7 der Gegner, was haben wir überhaupt für einen Ring? Was kann der? Ich weiß es nicht. Ich glaube, Artefakte hatten wir nicht so gute mit diesem Charakter. Schon lange her, sehr, sehr lange, dass ich normal gespielt habe. Muss jetzt 8 Tage her sein. Inzwischen gab es ja nur diese Rätselquest. Übrigens, vielen Dank nochmal für die lieben Kommentare. Das hat mich sehr bewegt. Ja. Ich denke, weil er hier so böse guckt, starte ich mal mit so einem Nightmare-Angriff. Da kann man nicht so viel verkehrt machen. Und Rest können wir dann ja später sehen. Wo kommt das zweite Nightmare hin? Jedenfalls nicht hier. Weiß ich noch nicht. Werde ich jetzt nicht diese Runde setzen. Aber hier haben wir vielleicht noch Chance, ihm zuvorzukommen. Ich meine, 3 Runden ist lang. Aber vielleicht wird es ja was. Den hier, den wird er wahrscheinlich auch schaffen vor 4 Runden. Ich setze das Nightmare mal genau dahinter. Ja, deine Mauer wird dich nicht schützen. Ja, da hat er ihn schon aktiviert. Und er kommt sogar vor uns dran. Ich hoffe, der ist nicht zu unangenehm. Ja, das ist blöd jetzt mit dem Nightmare hier. Kann jetzt nichts gegen machen. So, der ist in 3 Runden. Diese Hunde, die brauchen nur 2 Runden, meine ich. Aber was mache ich sonst mit dem angebrochenen Tag? Den hier muss ich jetzt schon mal machen. Den hier auch, um ihn zu schwächen. Und vielleicht fusioniere ich den ja noch. Ne, warte mal. Einmal. Zweimal. Dreimal.
Ich hätte doch mehr auf die Hunde gehen sollen, dass wir da zwei Verkettungen hinkriegen. Das wäre, glaube ich, besser gewesen. Oh, das ist ja super. Gibt es da noch was Besseres, was ich tun kann? Momentan nicht. Ich hoffe, mein Nightmare überlebt den Angriff da. Aber jetzt, das könnte es jetzt schon gewesen sein, wenn drei Nightmares gleich angreifen in einer Runde. Das hat es überlebt. Aber ist nach hinten geschubst worden, ist nicht schlimm. Oh, das löst Angriffsketten auf, das Viech. Ist nicht schlimm. Und das Lustige ist, bei dem Nightmare macht es ja überhaupt nichts. Also, weil wir ja noch die anderen beiden haben. Und dann können wir ganz wunderbar... indirekt wieder aktivieren. Okay, ist dann natürlich ein bisschen schwächer geworden, aber komm, er hatte eben Angriffsstärke 26, als er angegriffen wurde. Jetzt hat er immer noch 15. Das ist schon okay. Wir kriegen ihn nicht kaputt. Oder? Doch. Doch. Nee. Knapp nicht. Naja. Gar nicht so knapp. Zwei Drittel haben wir ihm genommen. Jetzt müssen wir hier aufpassen. Das hier ist so ein Angebot, was ich nicht ablehnen kann. Ah, die brauche ich für den eigentlich, ne? Eigentlich den jetzt nochmal aktivieren, wenn nicht schlecht. Aber das schaffe ich diese Runde nicht. Hier vorne muss ja auch noch einer weg. Also ich kann zwar hier einen wegnehmen und einen dazufügen, aber mehr auch nicht. Wenn ich prophylaktisch den schon mal... auch ihn hier. Dahin setze, rücken die vor, das bringt mich auch nicht weiter. Achso, genau, ich kann Mauern hier noch wegmachen. Bringt mich das weiter, wenn die Mauern jetzt hier weggehen? Rücken die was vor? Die rücken was vor, das interessiert aber niemanden. Nee. Das bringt nichts. Aber ich kann mal neue Mauern bauen, damit sich das mehr lohnt. Insofern... Oh ja, da habe ich sogar meinen Extrazug bekommen. Guck mal, habe ich gar nicht aufgepasst. Wusste ich gar nicht, dass es passiert.
Und damit wiederum haben wir 1, 2, 3, 4. Jetzt kommen wir seinen Nightmares auf jeden Fall wieder mal zuvor. Oh, und ich muss meinen Dämonenfürsten da gleich wegnehmen. Wir haben eine 10er Verteidigung, das reicht mir nicht. Das ist zu knapp. Weil er legt ja gleich auch noch ein, zwei Punkte zu und dann könnte es zu knapp werden. Also kommst du mal dahin. Ja. Und hier ist auch gefährlich. Ich glaube, ich stelle den hier hinter die Mauern. Okay, es hätte gereicht. Ich hätte ihn da stehen lassen können. Das war sehr riskant. Dämonenfürsten sind teuer. Gute Dämonenfürsten sind schwer zu kriegen. Schade, dass hier eine Mauer ist, sonst würde ich meine Mauern jetzt mal zünden. Dann wäre das Nightmare schon mal weg. Ich hole mir erstmal einen Nachschub. Ja, das ist nicht so schlecht. Oh, warte mal. Bevor ich den nehme, könnte ich den hier noch mitnehmen. Habe ich noch ein Stückchen Mauer? Und der andere rückt dann direkt auch vor. Ja, ist okay. So. Dann kann der schon mal weg. Steht auch sehr gut. Gut geschützt. Tja. Hat er gut verteidigt. Oh hier, das wird gefährlich mit seinen ganzen Nightmares. Ich zünde mal meine Mauern, um mir dann auch Nachschub zu besorgen. Haben wir ihn da ein bisschen geschwächt. Jetzt kriegen wir 17 Nachschub statt 10. Tja, hiervor kriege ich glaube ich keine Mauer.
Muss ich irgendwas kombinieren jetzt? Nee, ich muss jetzt kein anderes reinbilden. Also abgesehen von dem Nightmare hier, das ist ja natürlich schon super. Und hier muss ich einfach geschützt bleiben. Für später. Und jetzt da noch ein Nightmare hinterstellt. Ja, das ist jetzt unangenehm. Jetzt kommen 38 an. Nächste Runde sogar noch wahrscheinlich 45 oder sowas. Da muss ich einiges von blocken. Da wäre so eine Mauer schon schön. Und das geht auch. Machen erstmal das. Dann gehen. So, jetzt haben wir da zumindest mal ein Stückchen Mauer. Tja. Noch ein bisschen Verteidigung. Bisschen Angriff. Ich denke mal, es wird reichen hier. Also wir werden fast auf Null gehen, aber nur fast. Harter Gegner, hätte ich gar nicht gedacht so am Anfang. Auch ein bisschen Platz zu machen. Das Nightmare muss ich nicht diese Runde zünden. Das reicht nächste. Ich muss aber aufpassen mit der Mauer. Warte mal, ich will mal die Mauer vorher zünden, glaube ich. Damit der... Obwohl, naja. Ich mache es einfach, dann ist der weg. Ich glaube nicht, dass er nochmal zum Zuge kommt, aber ja.
Das ist auf jeden Fall platt. Jetzt kommen da 20, 30, 100, 120 ungefähr an Schaden. Ja, und unsere Nightmares sind damit Level 4. Sehr schön. So, darf ich jetzt bitte in die Höhle? Was gibt's hier zu looten? Hexer. Achso, das sind die, die Angriffsketten auseinanderbrechen. Ja, okay. Ich nehme einen mit. Ja, so. Aber aufnehmen werde ich sie jetzt nicht. Ich will mir meinen Ring noch mal eben angucken. Was habe ich hier überhaupt? Was macht der? Gegnerische Formationen erhalten in der Nachbarspalte ebenfalls Feuerschaden. Ja, nee. Also das ist das Wutschild. Der Ring macht extra Bewegung pro Runde. Ja, das ist schon gut. Ist mir jetzt gar nicht aufgefallen im Kampf, aber war schon nützlich. 6 Kristalle. Und hier ein gesuchter Verbrecher. Den nehmen wir uns auch noch mal eben mit. Vielleicht lassen sie mich ja auf meinen Besitz zurückkehren. Wenn ich sie nett drum bitte. Hätte ich sie fester peitschen sollen? Länger hungern lassen? Warum achten meine Sklaventreiber mich nicht? Ich habe nur moderne Verwaltungsmethoden ausprobiert. Eda, Mensch, lass mich dir eine Frage stellen. Mache ich dir Angst? Fürchtest du dich vor mir? Wenn du fragen musst, sollte dir das auch gleich die Antwort liefern, Blei. Okay, er hat diese Feuergeister. Und unsere Dämonenfürsten auch. Level 8, das wird schwer. Mhm. Ja, wir müssen ja erstmal Platz schaffen. Will ich da eine Mauer? Ja, ich denke schon. Ich will sie platt kriegen. Deshalb mache ich hier schon mal eine Angriffsaktion. Ich weiß nicht, ob das reicht. Aber dann ist sie zumindest geschwächt. Thank you.
Das Nightmare zusammen nochmal verketten wäre natürlich auch schön. Einen darüber. So, schon mal vorbereiten. Dann kriegen wir nächste Runde auf jeden Fall eine Kette hin, vielleicht sogar zwei, wenn wir noch Nachschub organisieren. So, das ist die eine Kette. Nachschub. Und das ist dann die zweite. Damit ist sie platt. Naja, und für sie hat es auch gereicht. Recht, sehr schön. Keine Spezialeinheiten hat auf dem Feld. Das ist super. Ich fusioniere hier nochmal. Wow, dank der vielen Ketten. So, dann sind wir auch Level 7. Bleibt aber bei 32 Einheiten, die wir im Pool haben. Dafür 10 Hitpoints dazu. Unsere Dämonenfürsten haben ein Level Up. 10 Schaden mehr für die. Schließen. Steckbrief erledigt. Das macht Spaß. Holen wir uns unsere Belohnung. Deine Belohnung, meine ich. Eine lähmende Axt. Feinformationen beginnen mit 1 Kraft bei der Formung. Das ist ganz schön wenig. So, sein Nightmare und sowas. Was hatte das? 10 oder 15 Kraft bei der Formung? Ich weiß nicht, können die trotzdem ihre Maximalkraft denn erreichen? Ich behalte meine extra Runde erstmal. So. Wir können da weiter, wir können aber auch erstmal den Steckbrief abgeben und dann vielleicht noch einen weiteren Dämonenfürst rekrutieren. Ist egal, nehmen wir mit. Okay. Ich sehe schon, hier bilden sich sehr viele Reihen am Anfang. Das muss ich mitnehmen. Das ist ein bisschen schade, das Nightmare wäre natürlich gut. Ich könnte den da hinsetzen, aber so ein Nightmare haben und nicht haben, sind schon zwei Nightmares, ne? Und dann sind wir eher dran als er. Nee, warte, nicht du. Du. Na, ist egal, den anderen hätte ich auch wegnehmen müssen.
du bleib mal da. Ach, jetzt bleibt er auch hier. Das ist blöd gelaufen. Das war unklug von mir. Ja. Muss ich dann so machen. Dadurch komme ich an ihn wieder ran. Eigentlich muss er da sogar stehen bleiben, oder? Nee. Er ist auch blöd. Geh mal darüber. Oh, das ist ganz doof. Ja. Da müssen noch zwei rote hinter. Tja. Nächste Runde greift er nämlich mit dem an, da. Na, vielleicht kriegen wir ihn platt. Kann sein. Ich glaube, es reicht. Sehr schön. So eine blöde Zufallsbegegnung, wo wir ja keinen Dämonenfürsten da opfern. Vor allem, weil wir gerade unterwegs sind, um uns einen neuen zu kaufen. Vielleicht zwei. Mal schauen. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo es die gab. Erstmal Belohnung abholen. Ah ja, da in der Höhle, glaube ich. Nee. Hier wollte ich reden. Ach ja, da ist auch noch einer, den wir noch besiegen. Gut, dass ich hier hingegangen bin. Ja, wir kriegen zwei. Dann haben wir jetzt volle fünf. Fürst der Tiefe. Warum dürsten diese Dämonen nicht nach Wissen, wie wir Zauberer? Warum wollen die gehörnten Heiden nicht auf mich hören? Ich will doch nur ihren Geist befreien. Deine Bemühungen sind vergebens. Mit den Dämonen kann man nicht reden. Ja, mit dir kann man ja auch nicht reden. Damit hast du dir nur einen Preis auf deinem Kopf eingehandelt. Tja, auf geht's gegen den guten Rastafari.
Er wird eventuell unangenehm werden. Deshalb habe ich kein Problem, hier ruhig mal eine Mauer hinzusetzen. Und dann das Nightmare zuerst zu aktivieren, ist auch immer sinnvoll. Ja, die anderen Lila brauchen wir für ihn hier. Kann ich also hier ruhig wegräumen. Ja, igel dich nur ein. Sechs Runden. Bis dahin müssen wir ihn platt kriegen. So, hier erstmal die Mauer und Angriffskette nutzen. Ein bisschen Platz schaffen. Glaube ich, egal. Immer mal so, dann stehen die wenigstens immer so Reihe in Reihe. Oh ja, der wird mich wieder einfrieren, oh Mann. So, 40 kriegt er aber nicht so schnell kaputt. Halt nur das Einfrieren ist unangenehm, ist immer so kalt. Dann noch ein bisschen Nachschub. Das sind. Ne, jetzt nicht in 5 Runden, dann ist ewig spät dran. Eine sinnvolle Kette kriege ich jetzt auch nicht zusammen. Machen wir das erstmal so. Ach, der friert gar nicht ein. Dann war das der andere. Genau. Genau. Ich erinnere mich wieder an den Kommentar, Earthworm Jim friert ein und nicht diese Gremlins. Bisschen Verteidigung ist, glaube ich, nicht schlecht hier. Hier eine Mauer. Ups. So rum. Und hier schon mal einen Link vorbereiten. Mit dem Dämonenfürsten. Wobei, nee, wir werden da vorher platt gemacht. Der ist ja eher dran. Also, wir werden nicht komplett platt gemacht, aber die Angriffsreihen da werden platt gemacht. Da wären wir noch mal eher dran. Da noch mal gelingt. Da noch mal gelingt. Und Nachschub.
Da können wir nochmal fusionieren. Oh, igelt er sich ein, Alter. Und wir haben bisher kaum Schaden gemacht bei ihm. Ätzend. Das verteidige ich ja dann auch besser. 42 hat er schon. Wir nehmen da jetzt nichts weg. Wir haben ein klein bisschen Mauer. Wir haben 14 Verteidigung da noch, 17 Verteidigung da noch. Also 20 von seinem Angriff blocken wir ungefähr. Oh. Und dann macht er uns den kaputt. Das darf nicht sein. Der Sau. Blöder Sau, der. Okay, aber wir überleben seinen Angriff, das ist das Wesentliche. So. Die Hunde dahinter, ich lasse sie ruhig stehen. Die blocken halt nochmal 2 Damage insgesamt ab. Haben wir so 20, 25 Schaden von ihm abgeblockt. Kriegen wir noch 20 Schaden durch. Ungefähr. Tja. Wir haben keinen Schaden bekommen. Schön. Aber wir haben halt einen teuren Dämonenfürsten verloren. Und seine Stärke hat nicht gereicht. Warte mal, seine Stärke hat gereicht. Jetzt muss doch reichen, oder? Links die beiden Mauern. Komm. Jawohl. Durch den Angriff hier wurde unser Dämonenfürst so gestärkt, dass wir ihn besiegen konnten. Und wir können ihn direkt hier nachkaufen. Da wurde mir auch noch die Lösung gesagt für das Rätsel, aber mache ich jetzt nicht. Wer das Video sieht und da nicht weiterkommt bei dem Rätsel, der kann halt uns das letzte Video gucken. Da sind ein paar Kommentare und aus denen geht dann die Lösung hervor. Also wer sich das Video hier vielleicht erst in 1, 2 Jahren anguckt. Bin ich hier noch richtig? Ja. Ach so, ich habe Rastafari besiegt und ich muss mir natürlich auch die Belohnung abholen, ne?
Oha. Hört zu, Dämonen, Zauberer und sonstiger Abschaum. Geht durch das Portal und formiert euch in Herrisch. Unser Meister hat dort eine Aufgabe für euch. Vermasselt es und der Meister sucht einen Ort für euch, der noch schlimmer als Sheog ist. Warte mal, Herrisch, das war doch diese Nekrowelt, ne? Das war ja, die waren ja nicht erfolgreich da, oder? Ha, wir haben ihn gerade verpasst. Komm, Jezebes, wir folgen ihm hindurch. Aber wir wissen nicht, wohin es führt. Und es waren Zauberer bei ihnen. Zauberer sind abstoßend. Es führt zu Axexis. Alles andere kümmert mich nicht. Wir haben ja hier keine Entscheidungsfreiheit, wir müssen das machen. Ich glaube auch nicht, dass er noch zu retten ist. Er wird bestimmt selber Dämon. Wo sind wir? Siehst du Arsexis? Nein, ich rieche ihn noch nicht. Er muss an einen anderen Ort teleportiert sein. Grrr, jemand wird dafür büßen. Vielleicht wissen diese Zauberer, wo er ist. Genau, alles einmal mal umhauen. Oh, Rakshasa. Und genau, und das waren diese Einfrierer. Meine Spezialeinheiten sind mal wieder ungünstig positioniert. Aber seine ist auch da. Also, zumindest die eine ist blöd positioniert. Hier, die wird das schnell zünden können. Da steht aber nichts von mir. Das ist dann wieder ganz gut. Ja. Das ist blöd. Ich muss den umpositionieren. Es gibt nur einen Ort, wo ich ihn hinstellen kann, nämlich ein Feld nach rechts. Und dann kann ich hier keine Mauer mehr bauen, um das andere nach vorne zu holen. Und so ist nicht schön. Hier kann ich eine Mauer bauen. Die stört nicht. Nee, die schützt dann sogar ihn, wenn er dahinter steht. Warte mal, und ich sehe auch, ich kann hier auch eine Mauer bauen. Dann rücken die beiden nach vorne und dann kann ich Mauer plus Dreierkette bauen. Wenn ich das richtig sehe. Und diese Dreierkette, die greift ja ihn dann an, den Rakshasa. Das ist gut. Können wir hier ein bisschen Platz schaffen? Für umsonst. Der ruht da dann sicher. Oh, wir können die Mauer verstärken. Für umsonst. Ja, ganz gemütlich. Können wir mit drei Zügen nächste Runde das Nightmare aktivieren und danach denen später. Ah, guck mal, ja. Zieht um. Das heißt, die Nightmare-Sache ist Geschichte. Wie viele Runden braucht er? Wahrscheinlich so viel wie mein Dämonenfürst. Ich muss Erster sein. Ja. Könnte das Nightmare noch umparken, aber was soll's.
kann mich hier nicht einfrieren vernünftig. Er kriegt den jetzt diese Runde sowieso noch nicht mehr hin. Nee, nee, da lieber eine breit gefächerte Formation, als dass man jetzt alles ja, quasi speerspitzenartig macht. Ja, jetzt muss er nämlich erst Mauer wegnehmen. Und anderes Zeug. So, jetzt kommst du mal darüber. Und wir besorgen uns ein bisschen Nachschub. Da wäre noch so eine Mauergeschichte. Ich meine, es ist ein bisschen viel Mauer denn alles. Das gefällt mir auch nicht mit den vielen Mauern. Aber ich kriege hier keine vernünftigen Ketten sonst hin. Ja, okay, warte mal. Ja, eine Mauer gibt es jetzt doch. Dann habe ich die beiden lila Dinger wenigstens freigeräumt. Und er ist so doof, er schafft es einfach nicht, seinen Rakshasa zu aktivieren. Der stirbt dann einfach so. So, jetzt wäre es schön, wenn ich was Rotes hätte, habe ich aber nicht. So, jetzt muss man mit dem Nightmare-Angriff noch zusammen verketten. Lohnt sich das mit dem Nachschub? Ich weiß es nicht. Oh ja, das ist nicht schlecht. Sehr gut ist das. Sehr, sehr gut. So, das war's jetzt. Wenn er durch ist mit seinem Zug, hat er verloren. Wir machen über 100 Damage. Und er hat kaum Verteidigung. Ach, den Nightmare, das andere Nightmare habe ich auch noch vergessen. Machen wir 120 Damage oder noch mehr. Gut. Sehr schön. Ein bisschen Blut.
Ja, und da jetzt die Folge eine Stunde knapp geht, würde ich sagen, machen wir die nächsten Kämpfe dann morgen. Vorher unterhalten wir uns nochmal hier mit Kollege Succubus und Nightmare. Also, bis in ein paar Tagen dann. Macht's gut. Tschüss.